Heute sprechen wir darüber, warum Mitarbeit die wichtigste Sache für dein Traumabitur ist und vor allem auch, warum es die beste Energieinvestition für dich und deine Noten ist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es unendlich viele Dinge, die du für dein Traumabitur tun kannst. Du kannst diese Videos hier schauen, du kannst dem Lehrer nette E-Mails schreiben, du kannst lernen, du kannst, keine Ahnung, beim Nachbar abschreiben, du kannst irgendwie anfangen zu meditieren, um noch konzentrierter zu sein. Eigentlich gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten, was du tun kannst, um irgendwie dich einen Ticken näher an dein Traumabitur ranzubringen, ja? Und die Frage ist natürlich, von all diesen Möglichkeiten, was ist eigentlich die beste Investition meiner Zeit und auch meiner Energie? Und das ist für mich ganz klar Mitarbeit. Kommt jetzt vielleicht für einige ein bisschen überraschend, ja, weil man könnte jetzt denken, boah, Leo, du bist Abiturcoach, da gibt es bestimmt irgendwie eine krasse Lernstrategie oder man sollte sich mit den Lehrern irgendwie ganz, ganz gut stellen oder was auch immer. Das ist alles wichtig, aber die Mitarbeit ist die Wurzel von allem. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, ich studiere ja das Abitur quasi. Ja, und damit meine ich nicht nur die Prüfungen selbst, die dann am Ende kommen, sondern wirklich einfach auch den ganzen Prozess in der Oberstufe. Ich habe hier, ich könnte es nicht so gut sehen, aber ich habe hier überall, quasi hier, wo die Kamera ist, überall hier auf so fetten, klappt das? Vielleicht, ja. Immer so fette Zeichenblöcke, wo ich immer so 100.000 Konzepte, die kann ich jetzt nicht zeigen, weil exclusive und so, aber wo ich quasi die ganze Zeit den Oberstufenverlauf konzipiere, wie Notenverteilungen sind, die verschiedenen Fächer, wie man welches Fach am besten lernt, natürlich viele auch für unser Coaching-Programm am entwickeln. Und das einfach, und da fällt mir einfach eine Sache immer mehr auf, und zwar die Mitarbeit. Ja, und es ist so wichtig, dass ihr das versteht. Nehmt das Video jetzt nicht so easy als so ein, ach ja, okay, Mitarbeit, ja, dann melde ich mich mal ein bisschen mehr. Ihr müsst, hört wirklich zu und versucht mal zu verstehen, warum das so krass wichtig ist. Weil ich sage hiermit, und das müsst ihr verstehen, ich sage hiermit, dass es wichtiger ist, konstant mitzuarbeiten, anstatt für die jeweilige Klausur, die dann die Hälfte der ganzen Note für das Halbjahr ausmacht im jeweiligen Fach, anstatt dafür zu lernen. Ihr müsst deswegen, es ist wirklich signifikant, was ich gerade sage. Der Punkt ist der, wenn wir uns mal den ganzen Prozess anschauen, wie Noten zustande kommen, ja, dann können es über verschiedene Sachen sein. Entweder eben über durch schriftliche Prüfungen, es kann eine Abfrage sein, du kannst ein Referat halten, du kannst irgendwie, es kann eine Extra kommen für diejenigen, die aus Bayern kommen, also einfach eine Stegreifaufgabe, du kannst natürlich Mitarbeitsnoten bekommen, die Klausur natürlich, hatte ich aber eigentlich, glaube ich, auch schon gesagt, Experimente in Chemie und was auch immer. Verschiedene Sachen, da fallen dir selbst bestimmt auch noch weitere Dinge ein. Und der Punkt ist jetzt der, egal welche Prüfungsart du nimmst, du musst immer dafür was wissen. Ja, vollkommen logisch, weil das ist ja das, was in der Prüfung gefragt wird. Das heißt, für deine Note ist es gar nicht so wichtig, auf welche Art und Weise die Note zustande kommt, sondern vielmehr, ob du das Wissen für diese Prüfung, egal ob in der Mitarbeit, ob in der Klausur oder was auch immer, ob du das zur Verfügung hast und dann auch dementsprechend abrufen kannst. Jetzt die Frage, wie kommen wir an das Wissen? Und da würden jetzt die meisten ganz laut anfangen zu schreien, ja, lernen, lernen, lernen. Ich sitze die ganze Zeit am Schreibtisch und muss ganz lernen. Stimmt auch. Der Punkt ist aber der, jede Stunde, die du außerhalb der Schule am Schreibtisch verbringst, machst du freiwillig. Mehr oder minder freiwillig. Aber du musst eine Stunde von deinem Leben abkapseln, um dich dann an den Schreibtisch zu setzen. Was bei der Mitarbeit aber der Fall ist, ist, dass du diese Stunden oder diese Dreiviertelstunde sowieso im Schulgebäude verbringst. Und wenn es darum geht, wie schaffe ich es stressfrei und mit viel Freizeit ein sehr gutes Abitur zu schreiben, dann gäbe es nichts, ich will nicht Dümmeres sagen, auch wenn es so ist, aber um das irgendwie ein bisschen gehobener zu formulieren, nichts weniger Sinnvolles, als 45 Minuten in diesem Klassenzimmer zu verbringen und nicht da zu sein. Weil natürlich kannst du Schwachsinn machen, aber es wird in der Oberstufe sowieso relativ schnell unterbunden, je nachdem bei welchem Lehrer. Aber du verbringst die Zeit sowieso da. Du kannst sowieso nicht genau das machen, was du machen möchtest. Das heißt, erstmal vom Zeitaspekt,
nicht die Zeit, die du ohnehin in der Schule verbringst, für die Schule zu nutzen, macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, weil viele, ich kenne das ja auch, ja, weißt du, du bist in der Schule, das hat sich schon 5 Stunden, dann ist noch die 6 Stunden, dann kommt doch irgendwie so eine Aufgabe vom Lehrer, sagst du, ja, pff, komm, mach ich daheim, die 15 Minuten chill ich jetzt noch hier. Ja, wie du chillst jetzt hier, du kannst schon hier chillen, aber es ist doch sau langweilig in der Schule zu chillen. Mach doch in der Schule das, was du sowieso in der Schule machen kannst und chill dann daheim oder mach das, worauf du Bock hast. Ist doch viel besser so rum. Das heißt, allein schon mal vom Zeitaspekt ist es super einfach schlau. Es ist einfach strategisch schlau, sich voll in die Mitarbeit reinzuhängen. Aber es geht weiter. Wenn du jetzt in der Mitarbeit dich gut beteiligst, einfach weil es Sinn macht, weil du sowieso Zeit in der Schule verbringst, dann wirst du natürlich auch viel mehr vom Stoff mitbekommen. Ja, das heißt, du bist sowieso schon, ohne dass du, wie soll ich sagen, anders kannst, du wirst viel mehr vom Stoff verstehen, du wirst viel mehr Fakten noch drin haben, du wirst dich viel besser auskennen. Das heißt, auf einmal wird, wenn du dich trotz aktiver Mitarbeit dazu entscheidest, eine Stunde neben der Schule zum Beispiel zu lernen, wirst du innerhalb dieser Stunde viel mehr Fortschritte machen, weil du schon so sehr in der Mitarbeit auch vorgearbeitet hast, als wenn du einfach, weil du gar nicht im Unterricht zugehört hast, dann neben der Schule auf einmal eine Stunde lernst, weil du musst dir alles wieder neu zusammensuchen, checkst überhaupt nicht, super kompliziert, während wenn du das alles schon in der Mitarbeit im Unterricht aufgesaugt hast, dann kannst du eigentlich gleich in Aufgaben übergehen, du kannst gleich anwenden, kannst gleich wiederholen, kannst gleich Eselsbrücken bauen und welche Techniken du auch immer verwendest, um dir den ganzen Stoff anzueignen. Das heißt, es wird viel schneller gehen. Ja, das ist wie als hast du nochmal deine Lernstrategie, welche auch immer du verwendest, hoch 2 genommen. Ja, weil du hast einfach schon so viele Verbindungen in diesem Themengebiet in deinem Kopf durch den Unterricht gebaut, dass es viel leichter ist für deine ganzen Synapsen, ist ja jetzt auch egal, das zu verbinden, zu verarbeiten, auch einfach in dein eben mehr bestehendes Wissen zu integrieren. Ja? Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, warum die Mitarbeit einfach das Allerwichtigste, was du tun kannst. Wenn du dich im Unterricht gut beteiligst, hast du natürlich auch ein gutes Verhältnis mit deinem Lehrer. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, die Mitarbeit ist die Wurzel und das Sprungbrett für alle Noten. Weil erstens ist die Mitarbeit der Moment oder einfach auch der Unterricht selbst natürlich der Moment, wo du zum allerersten Mal mit dem Stoff in Kontakt kommst. Und wenn du da gut drauf bist, wird dich das Lernen, Prüfung, was auch immer, wird alles leichter fallen, weil du es in dem ersten Moment viel besser schon mal aufgenommen hast. Und gleichzeitig wird der Lehrer ein besseres Bild von dir haben, wodurch du meistens doppelt so viele Punkte in der Mitarbeit bekommst. Ja, also Leute, die bisher 7 Punkte in der Mitarbeit haben, strengt euch in der Mitarbeit an und die bekommen 14. Es ist einfach so. Klar, es gibt nur die Lehrer, die sagen, ich gebe keine 15, was auch immer. Und 14 ist auch kein Selbstläufer. Aber trotzdem, wenn ihr euch richtig reinhängt, ihr kriegt immer 12, 13, 14, 15 Punkte in der Mitarbeit. Es geht fast gar nicht anders. Und jeder, weil ich kenne das auch, jeder, der jetzt anfängt, ja, aber mein Lehrer gibt mir trotzdem nur 8, obwohl ich voll viele Sachen sage. Dann sagst du viel, aber halt nicht immer die richtigen Sachen. Aber auch das ist kein Problem. Warum sagst du nicht nur richtige Sachen, weil du den Stoff nicht 100% verstehst. Warum verstehst du den Stoff nicht? Weil du vielleicht im Unterricht davor nicht so aktiv mitgearbeitet hast. Ja, das heißt, Mitarbeit ist wirklich wie so diese eine Pille, die einfach alles löst. Ja, nur du musst sie halt täglich nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Weil dieses bessere Verhältnis zum Lehrer wird sich ja dann auch nicht nur in Bezug auf die Mitarbeitsnote auswirken, sondern brauchen wir kein Geheimnis draus machen, du wirst auch 1 bis 2 Punkte besser auf alle anderen Noten bekommen. Es ist so. Ja, der eine Punkt, den der Lehrer dir normalerweise abgezogen hat, gibt er dir vielleicht noch einfach, weil er weiß, hey, du hast im Unterricht zu gut mitgearbeitet. Er weiß eigentlich, dass du das weißt und er geht nur davon aus, dass du nicht wusstest, weil du nervös warst. Ja? Und deswegen, seid euch wirklich bewusst, jedes Mal wieder diese 45 Minuten im jeweiligen Fach, gebt 100%. Auch das wird eine Gewohnheit. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, boah, Leo, aber das ist voll langweilig und so weiter. Es ist nur langweilig, weil du es nicht verstehst. Häng dich rein, wenn du gute Noten einfasst, dann macht Schule auch Spaß. Es ist einfach geil, die ganze Zeit gute Mitarbeitsnoten zu bekommen. Es ist geil, sich die ganze Zeit melden zu können, wenn der Lehrer dir Komplimente macht und so weiter. Es ist einfach mega, mega gut. Ja? Deswegen streng dich in der Mitarbeit an. Das Beste, was ihr tun könnt. Was auch das Beste ist, was ihr tun könnt, ist natürlich euch zu uns Traumabitur-Coaching zu kommen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr reinkommt, weil wir müssen natürlich gucken, wer dafür geeignet ist, wem wir am meisten weiterhelfen können, etc. Deswegen macht auf jeden Fall eine Sache, geht unten in die YouTube-Beschreibung, klickt auf den Link
und holt euch da, füllt da das Formular aus, einfach damit wir Bescheid wissen, wer seid ihr schon mal, dann werdet ihr von mir oder jemanden aus meinem Team angerufen und dann werden wir darüber sprechen, ob ihr fürs Ganze geeignet seid, habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, einfach mal so persönlich mit mir zu sprechen, deswegen macht das gerne, dann hören wir uns da und bis dahin, denkt dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo.